heutigen Türchen versteckt sich Seilspringen. Und zwar fangen wir ganz einfach an und steigern es dann, bis es nachher ziemlich schwierig wird. Bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar grundlegende Dinge. Und zwar zum einen müsst ihr darauf achten, dass euer Seil nicht zu kurz oder zu lang ist. Am besten könnt ihr es ausmessen, wie es richtig ist, wenn ihr euch draufstellt, so wie der Michael. Und dann euer Oberarm zum Unterarm im rechten Winkel steht. Okay? Und als zweites ist noch wichtig, dass ihr nicht mit dem ganzen Arm schwingt, sondern nur mit dem Unterarm und dem Handgelenk. Und zwar so. Okay? Also, wir fangen jetzt erstmal ganz einfach an. Und zwar schwingt ihr das Seil und steigt dann mit den Füßen nacheinander drüber. Der Michael zeigt das mal. Wenn es für euch schon ganz einfach ist, dann könnt ihr mit der nächsten Übung weitermachen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt schneller und springen nacheinander mit den Füßen drüber. Okay. Und die nächste Übung ist dann schon beidbeinig. Und zwar springt ihr mit beiden Beinen über das Seil. Macht das erstmal ganz langsam, könnt dann schneller werden. Wenn das schon super klappt, könnt ihr Doppelhüpfer machen. Auch wer das schon schafft, der kann das Ganze mal einbeinig versuchen. Ne? Einmal auf rechts und einmal auf links. Okay, und die nächsten Übungen erklärt euch der Michael. So, die nächste Übung ist, dass ihr das Seil erstmal hin zu euch legt. Und dann springen wir abwechselnd mit beiden Beinen, also jeweils zweimal rechts mit dem Bein, zweimal links mit dem Bein. Wenn ihr das schon super könnt, könnt ihr das Seil dieses Mal vor euch legen. Und jetzt springen wir rückwärts. Das heißt, ihr müsst das Seil einfach andersrum schwingen, wie ihr es am Anfang gemacht habt. Und wenn ihr das schon super könnt, dann springen wir jetzt und überkreuzen bei jedem dritten Mal schwingen das Seil. Also zweimal normal, einmal kreuzen. Super. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss.